Ja, herzlich willkommen auf der Euroblech. Wie versprochen sind wir diese Woche hier auf dem Stand der Air Liquide. Da schauen wir gleich auch mal vorbei und schauen uns ein bisschen an, was wir präsentieren konnten, durften. Wenn ihr das Video seht, ist die Euroblech natürlich schon vorbei. Aber für alle die, die es nicht geschafft haben, auf die Euroblech zu kommen, wollen wir kurz mal schauen, was sind denn dieses Jahr die Trends auf der Euroblech. Wir gehen ein bisschen rum, schauen uns drei große Trends an. Das ist für uns Cobotic Welding, Laserhand Welding und die Absaugbrenner. Wir reden ein bisschen mit den Leuten, worauf man da zu achten hat, wenn man sich dafür interessiert. Und dann wisst ihr auch Bescheid. Ja, jetzt sind wir hier auf dem Stand von Abicor Winsel. Florian, danke, dass wir hier sein dürfen. Freut mich. Wir wollen uns heute mal mit den Absaugbrennern über die Absaugbrenner unterhalten, weil das auch ein Trend ist, den wir hier sehen. Absaugbrenner kommt man dieses Jahr auf der Euroblech nicht vorbei. Und wir haben jetzt verschiedene Modelle hier. Kannst du uns einfach mal ein bisschen erklären, worauf muss man achten, wenn man sich so einen Absaugbrenner anschaffen möchte? Ja, also zunächst auch mal vielen Dank, dass ihr heute bei uns vorbeigekommen seid. Freut mich sehr. Wie du ja schon gesagt hast, Absaugtechnik generell, das ist ein Thema, das wird immer populärer und auch immer wichtiger. Gerade auch was Normen und Regularien betrifft, also die Einschränkungen weltweit werden immer schärfer kontrolliert und auch immer enger gesetzt. Und deswegen haben wir jetzt hier, wie gesagt, auch unser Portfolio mit aufgeführt. Generell Abicor Winsel ist sowohl im Mic-Mac-Bereich bei Absaugtechnik vertreten, als auch im Bereich von TIG-Brennern. Wir bewegen uns hier aktuell im Bereich von 250 Ampere mit einem sehr ergonomischen Brenner. Das ist unser Xfume Compact. Die Idee hinter diesem Brenner war mehr oder weniger, dass wir versucht haben, so nah wie möglich an einen Standard-Mic-Mac-Brenner zu kommen. Okay, vom Gewicht her? Genau, vom Gewicht, vom Griffschalendesign, vom Umschlingungswinkel. Also wir wollten quasi dieses Vorurteil, was ja bei Absaugbrennern häufig vertreten ist, die sind zu groß, zu globig, wegnehmen und haben halt gesagt, unser Ziel ist es, eigentlich dem Schweißer es so nah wie möglich an seinen täglichen Alltag mit Absaugtechnik ranzubringen. Ja, um die Akzeptanz einfach hin. Richtig, genau, weil das ist eigentlich so der erste Schritt, den man schaffen muss, wenn man schon mal den Schweißer davon überzeugt hat, dass er das Produkt für sich im Alltag nutzen möchte, dann ist das Leben schon mal, ich sage jetzt mal, bedeutend einfacher als Brennerhersteller. Richtig. Genau. Natürlich. Du musst wirklich sagen, der ist so leicht. Was wiegt der jetzt? Also der hat jetzt, wir reden dann von einem Handlingsgewicht, das ist ein speziell definiertes Messverfahren. Mit dem Schlauch quasi. Genau, mit dem Schlauch, der nach unten wirkt, haben wir 1,1 Kilogramm. Und zum Beispiel bei einem vergleichbaren Brenner bei uns aus dem Portfolio liegen wir so 0,85, 0,9 Kilogramm. Also wir sind also schon wirklich dicht dran gekommen. Genau. Natürlich muss man sagen, irgendwo diese ganze Leichtbauweise wirkt sich dann auch darauf aus, dass man ein paar technische Einbußen hat. Der ist luftgekühlt, dann? Genau, der ist luftgekühlt. Aber wie gesagt, wenn es dann halt in den Heavy-Duty-Bereich geht, also Yellow Goods oder Structural Parts oder sowas, dann haben wir halt unsere Pro-Serie. Ja. Die Pro-Serie, wie es der Name sagt, ist halt für den täglichen professionellen Einsatz wirklich konzipiert worden. Wir haben zweimal gasgekühlte Versionen, den 24 und den 36er. Und dann gibt es eben noch die flüssig gekühlte Version. Die geht dann bis 500 Ampere bei 100% Einschaltdauer. Und die ist dann wirklich robust gebaut. Ja. Gerade in dem Bereich hat man ja auch die meisten Raucherzeugungen. Das ist ja besonders wichtig. Genau. Die Rauchentwicklung nimmt halt auch mit zunehmendem, mit zunehmender Amperestärke zu. Und deswegen, also da lohnt sich so ein Einsatz wirklich schon. Der ist dann auch natürlich schon ein bisschen schwerer, ne, klar, aber Wasserkühlung genau, etc. Genau. Aber wie gesagt, wir haben halt auch hier wieder drauf geachtet, standardmäßig ein Kugelgelenk mit eingebaut, den Lederschlauch, das erleichtert auch das Leben, wenn ich irgendwo den Brenner hinter mir herziehe. Bleibt, genau, richtig, dass es einfach ein bisschen leichter geht. Also Schutz ist das nicht unbedingt, sondern die... Auch ich meine im Sinne für Tropfen und sowas, Spritzer? Ja, Spritzer-Eindringprüfung ist natürlich immer wieder ein Thema, gerade bei den Absaugbrennern. Wir müssen ja laut Norm auch eben gewährleisten, dass wir eine gewisse Resistenz haben, auch einen elektrischen Schutz gewährleisten. Und da hilft uns der Schlauch natürlich schon. Ja. Aber wie gesagt, das wäre jetzt kein Muss. Das haben wir halt gesagt, standardmäßig packen wir das jetzt einfach mit in den Brenner dazu. Generell, wenn wir bei Normen sind, unsere Mic-Mac-Brenner erfüllen alle die DIN EN ISO 21904. Das ist ja auch so die Norm, die quasi sich um das Thema Absaugung und Schweißraucheliminierung aus Arbeitsplätzen dreht, darum kümmert. Und wir haben die, wie gesagt, alle zertifiziert.
Und mit einem entsprechenden Absauggerät aus dem Hause Binzel wird das dann auch erfüllt. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Kann man die jetzt einfach an jede herkömmliche Absaugung auch anschließen? Oder brauche ich jetzt ein spezielles System mit speziellen Absaugdrücken oder sowas? Oder? Grundsätzlich anschließen kann ich es erstmal an verschiedene Produkte, auch von verschiedenen Herstellern. Die Frage ist halt immer, ob die Geräte stark genug sind, dass sie halt eben auch genug, ja, ich sage jetzt mal Volumenstrom und diese ganzen Parameter erzeugen, damit die Norm erfüllt wird. Ja. Wir haben hier unser Advanced. Ja. Das ist sowohl in der Standardversion als auch in einer W3-Version erhältlich. Wir sehen es jetzt hier, W3. W3 ist dann diese Klasse, wie gut die rausgefiltert werden. Ja, also W3 bedeutet im Endeffekt, dass das Gerät auch für hochlegierte Stähle, für Aluminium und für Edelstähle, für diese Stäube eingesetzt werden darf. Wir können hier zwei Brenner dran anbinden. Das hat natürlich einen großen ökonomischen Faktor. Bei der richtigen Platzierung kann ich zwei Schweißer mit einem Gerät bedienen. Ich habe eine stufenlose Regulierung der Leistung. Ist halt auch heutzutage in Zeiten von Energiekosten wichtig. Ich habe einen Automatikmodus und manuellen Modus. Das heißt, das Gerät arbeitet nur dann, wenn auch geschweißt wird. Sprich, läuft nicht andauernd durch. Wirkt sich natürlich positiv auf die Lebenszeit und auf die Energiekosten aus auch. Und ja, an für sich 100% automatischer. Kilometerzähler sehe ich auch. Ja, Stundenzähler. Stundenzähler. Das ist halt wichtig. Es gibt halt so ein paar Serviceintervalle, die man einhalten muss. Und dafür hilft halt der Stundenzähler. Ansonsten, was auch wirklich stark im Kommen ist, das ist der Bereich Tick. Ja, können wir mal rüber gehen? Genau. Kannst du von der Seite, kannst du von da filmen? Genau. Das sind jetzt, wie gesagt, zwei Tick-Brenner, die wir im Absaugbereich verkaufen. Tick wird ja häufig so als sauberer Prozess dargestellt. Ja. Das stimmt natürlich auch. Ich sehe wenig Schweißrauch und ich habe auch verhältnismäßig wenig Spritzer. Trotzdem kann man die Grenzwerte nicht einhalten. Richtig, ja. Genau. Und gerade hier im Bereich WIC, wenn ich eben hochlegierte Stähle schweiße, Aluminium, die entstehenden Schadstoffe sind viel, viel, viel ungesünder und viel, viel, viel gefährlicher wie bei Mic-Mac-Prozessen. Ja. Deswegen haben wir halt als Binzel oder Abicor-Binzel gesagt, wir wollen in dem Bereich aktiv werden. Und wir sehen da eben auch für die Zukunft Entwicklungspotenzial. Und genau, wie gesagt, sind jetzt mit diesen beiden Brennern eingestiegen. Ziel war auch wieder, dass wir uns so nah wie möglich an Standard-Mic-Mac-Produkten orientieren, um dem Schweißer halt eben den Einstieg oder die Akzeptanz direkt parat zu geben. Und ist erhältlich in 4, 8 und 12 Metern. Also die Variantenvielfalt ist nahezu die gleiche wie bei Standard-Mic-Mac-Produkten. Ist das hier mit der... Ich sag mal, die Schutzgasströme sind ja beim Tick meistens deutlich geringer als im Mac. Das ist wahrscheinlich nochmal sehr interessant, dass man das Schutzgas nicht mit wegsaugt, oder? Genau. Das Besondere an dem Brenner ist eigentlich die, ich nenne es immer Gasdüse mit kombinierter Absaugung. Mhm. Die ist auch patentiert, also die hat einen Gebrauchsmusterschutz. Das Besondere hierbei ist eben, dass wir zwei voneinander räumlich getrennte Bereiche haben. Also das heißt, mein Schutzgas strömt im Inneren durch und sobald ich die Absaugdüse aufgeschraubt habe, habe ich eben einen separaten Bereich für den Schweißrauch. Und das haben wir auch mit verschiedenen Laboruntersuchungen, mit Schlierbildaufnahmen überprüft, dass wir hier keinerlei Verletzung der Schutzgasglocke haben. Sehr gut. Das ist überprüft worden. Super. Perfekt. Und ansonsten, wir haben jetzt hier auf der Messe ganz neu der Öffentlichkeit unsere Xtreme Power 350 vorgestellt. Das ist eine kombinierte Schweißstromquelle für Mic-Mac-Anwendungen mit untergesetztem Absaugmodul. Ist also eine absolute Weltneuheit, gibt es so bisher noch von keinem anderen Lieferanten oder Hersteller. Und es erleichtert einfach, sage ich jetzt mal, bei wechselnden Arbeitsplätzen dem Schweißer das Leben. Er braucht keine zwei Geräte mehr mitzunehmen, er hat alles auf einem Fahrwagen. Super interessant. Und ist halt einfach flexibler und mobiler. Ist dann auch W3 dann? Noch nicht, aber wir haben es schon darauf ausgelegt. Also man sieht, da vorne ist auch wieder dieser akustische Signalgeber. Ja. Also die W3-Zertifizierung wird jetzt im Nachgang folgen. Okay. Das ist jetzt erstmal standardmäßig. Super. Interessant. Ja, das denke ich war schon mal ein grober Überblick. Wahrscheinlich könntest du jetzt noch 2 Stunden weiter erzählen. Genau. Aber wir haben nicht so viel Zeit. Trotzdem vielen Dank, dass wir hier sein durften. Dankeschön. Danke. Und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Genau. Super. Auf Wiedersehen. Ja, wen haben wir gerade hier getroffen auf dem Stand von Abicor Binzel? Den Igor, der liebe Igor. Hallo, hallo. Und der kann uns jetzt mal sagen, was sind denn deine Trends, deine Top-Favoriten hier auf der Euroblech 2022?
Ich habe mich heute Morgen schon eine Stunde umschauen können. Ich fand interessant, Optrell hat einen neuen Helm rausgebracht mit so einem View. Da kannst du die Kappe so innen hochklappen. Also so mega, muss ich mir unbedingt genau angucken. Was für mich sehr interessant ist, ist das System, dieses halbe UFO, um Rohre zu schweißen. Das finde ich mega, weil es vom Design her einfach interessant gemacht ist. Und was noch interessant ist, 10 kW und es geht bis 60.000 kW Laserkopf für einen Automatenbrenner. Laser ist ja jetzt momentan voll der Trend. Ja, ne? Ja. Also Laserhandschweißen, automatisiert schweißen ist ja der aktuelle Trend. Wie gesagt, Optrell ist interessant. Es gab Leuch, habe ich kurz gesehen, war auch interessant, haben die ja, gut aufgebaut. Genau. Ja, ja. Ist so kleine Handschweißen schauen wir uns gleich auch noch an. Genau. Auf dem Air Liquide-Stand war ich schon. Ich finde das immer geil, wie das bei euch gemacht ist. So clean, so sauber, die Flaschen stehen da. Finde ich, sieht immer mega aus. Ne? Und ich freue mich schon auf die nächsten Beiträge mit euch, auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. Ja, machen wir gerne wieder ein Video. Macht immer Spaß. Ja? Dankeschön. Danke. Ja, jetzt sind wir hier auf dem Stand von IPG oder IPG. Ich darf sagen, wie ich möchte. Und der Ralf, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Der wird uns jetzt ein bisschen was erzählen zum Thema Handlaserschweißen. Das ist ja, geht ja durch die Decke. Man sieht auf YouTube überall Videos, Handlaser, Handlaser, Handlaser. Und hier auf der Messe auch breit vertreten. Deswegen einer der Messetrends auf jeden Fall dieses Jahr. Was muss man beachten, wenn man sich so ein Gerät zulegt? Und was kann so ein Gerät alles? Okay, also prinzipiell kann so ein Gerät all das, was ein normaler Laser auch kann. Wir sind hier in der Klasse 1500 Watt, Continuous Wave 2500 Watt gepulst. Und es ist ein ganz normaler Laser Klasse 4. Das bedeutet, wir müssen uns Gedanken machen als Hersteller, wie kann ich so ein Gerät sicher machen, dass der Werker dauerhaft 8 Stunden damit vernünftig arbeiten kann. Deswegen gibt es hier 3-4 verschiedene Features, um eben ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten. Also das sichere Arbeiten ist erstmal, den Laserstrahl immer möglichst nur am Werkstück zu haben. Bedeutet, wir haben Punkt 1, einen Kontaktsensor, der nur funktioniert, wenn das Werkstück auch wirklich kontaktiert wird. Das zweite Thema ist, wir haben hier eine zweikanalige Zuschaltung. Das heißt, wir müssen erstmal eine Zustimmung drücken. Erst den unteren Schalter quasi? Genau, den unteren Schalter Zustimmung drücken. Dann kontaktieren, dann gibt es hier ein Freigabesignal in Lichtform und erst dann kann ich den Laser aktivieren. Wenn ich jetzt kontaktiere, muss da jetzt noch eine zweite Klemme hier dran? Wir haben eine Masseklemme, die normalerweise am Tisch irgendwo befestigt ist. Ist wie eine Masse beim Schweißen auch. Sobald ich jetzt den Kontakt entferne, ist der Laser aus. Wir haben eine zweite Sicherheit beim Schweißen drin. Im Kopf selber ist ein Sensor, der das Plasma beim Schweißen überwacht. Das heißt, wenn ich jetzt zu langsam schweißen würde, produziere ich ein Loch, das Plasma geht weg, Laser geht sofort aus. Das sind die grundlegenden Funktionen, um ein sicheres Schweißen mit dem Laser erstmal zu gewährleisten. Als Rahmenbedingung darf der Laser nur in einer geschlossenen Umgebung verwendet werden, das heißt entweder in einer Kabine oder ein eigener Raum. Ja, dafür habt ihr hier den großen Würfel aufgebaut, der ist mir, als ich hier vorbeigelaufen bin, sofort aufgefallen. Da habe ich gedacht, was machen die da Spannendes drin? Da können wir hoffentlich gleich mal reinschauen, wenn der Kollege mal eine kleine Schweißung macht. Der blickt gerade an, wir können mal nach vorne durchgehen. Okay, dann gehen wir direkt vorbei. Also hier haben wir eine spezielle Kabine. Jetzt müssen wir herankommen. Mit speziellem Sichtglas, das Lasersicherheit gewährleistet. Wichtig ist in diesem Falle, dass die Tür über einen zweikanaligen Schalter abgesichert ist, der bei uns in den Handlaser eingeführt wird. Also das heißt, es gibt einen Türkontaktschalter, sobald die Tür aufgeht, alles genau, geht aus. Ja. Also wir haben im Handlaser diese Sicherheit drin. Sobald die Türe aufgeht, geht der Laser aus. Weil hier darf nur eine Person drin sein. Einfach aus dem Grund, eine zweite Person könnte Reflexionen abbekommen, hat vielleicht keine Schutzkleidung an und ist damit nicht erlaubt. Also eine zweite Person im Bereich des Laserschweißens ist nicht erlaubt. Das sind so die ersten grundlegenden Themen. Wir liefern zu unserem Handlaser noch eine persönliche Schutzausrüstung. Ja genau, jetzt habe ich, wenn ich meine nächste Frage gewesen, jetzt sehe ich, der hat einen ganz interessanten Helm da auf. Also erstmal hat er eine Schutzbrille auf und darüber noch so einen interessanten Helm. Genau, richtig. Also das ist einfach daher begründet, eine Laserschutzbrille ist in erster Linie dazu da, um die Augen zu schützen. Hier beim Schweißen ist es aber so, der Kollege steht ja dann in der Industrie 8 Stunden in der Kabine drin und schweißt. Ich habe Reflexionen.
Und bei einem normalen Kunststoffhelm kann die Laserstrahlung 30-50% durch den Kunststoffhelm durchgehen. Deswegen haben wir diesen speziellen Helm kreiert, der vorne eine Metallhaube dran hat, um diese Reflexion einfach zu vermindern, beziehungsweise erst gar nicht. Ja, das hätte ich nie gedacht. Ich hätte immer gedacht, da geht nichts durch. Aber es ist ja Wahnsinn, dass da durch diesen schwarzen Helm tatsächlich die Laserstrahlung einfach durchgeht. Es ist sichtbares Licht. Also wir reden hier immer noch von einer Wellenlänge, von einem Licht. Das ist eben nicht sichtbar und die Wellenlänge hat die Eigenschaft, dass sie eben Kunststoffe durchdringen kann. Nicht komplett, aber eben zu gewissen Prozentsatz. Das hängt jetzt vom Kunststoff ab. Wir wissen nicht draußen, welcher Kunststoffhelm verwendet wird, aber es geht auf jeden Fall durch. Und wir liefern den Helm und die Schutzbrille mit, weil IPG möchte ein möglichst sicheres System. Deswegen auch die Zertifizierung, die wir durchlaufen haben oder auch aktuell noch durchlaufen mit dem Helm, um dem Anwender größtmögliche Sicherheit zu geben bei der Anwendung von diesem Laser. Weil es ist eine super Lösung. Wir müssen halt ein paar Rahmenbedingungen einhalten, um das Ganze auch anwendbar und dauerhaft sicher machen zu können. Das ist auf jeden Fall super sinnvoll. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass in dem Bereich sich dann mehr Leute darüber Gedanken machen, wie das sicher gestaltet werden kann. Es wäre wünschenswert, wenn sich die Leute mehr Gedanken machen, weil es kursieren ja im Internet schon die wildesten Videos, habe ich hier auf der Messe auch schon gesehen. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen vorbelastet, weil ich sehr tief in der Materie drin bin. Und wenn ich dann so ein Video sehe, dann gibt es schon den einen oder anderen Schauer am Rücken, wo ich sage, es ist eigentlich grob fahrlässig und man kann nicht von jedem erwarten, dass er sofort tief drin ist in der Materie. Deswegen finde ich es gut, so ein Interview zu machen, um diese Informationen mal nach außen zu tragen. Auf jeden Fall sehr entspannt, sehr interessant. Neben dem Sicherheitsthema, wofür kann ich das alles einsetzen? Was mache ich damit genau? Okay. In welchen Bereichen wird das am meisten benutzt? Der Handlaser wird im Dünnblechbereich benutzt, spezifiziert Materialstärken 4 bis 5 mm. Edelstahl, Stahl, Aluminium, das sind die typischen Sachen, die wir damit verarbeiten. Das Positive ist, ich habe halt Losgröße 1 mit dem Handlaser. Normalerweise wurde bisher immer mit Roboterautomation das Ganze betrieben. Da kann ich halt nur große Stückzahlen machen. Großer Invest. Hier ist es so, dass so ein Handlaser für unter 30.000 zu bekommen ist. Okay, ich habe ein bisschen mit der Sicherheit außenrum noch zu tun. Wenn ich einen eigenen Raum habe, muss ich nur diese zwei Türenschalter kaufen und dann kann ich schon Laser schweißen. Das ist halt unsere Art und Weise zu sagen, okay, in dem Markt was Neues zu geben, weil die großen Stückzahlen werden immer weniger und wir müssen eine Flexibilität erreichen und sehen dieses Produkt halt dahingehend schon ein großer Schritt, haben auch entsprechende Response, dass es nicht verkehrt war. Okay. Wie sieht es dann nachher aus? Können wir uns ein paar Ergebnisse anschauen? Ja, gerne. Hier haben wir einfach ein paar Schweißergebnisse, die hier auf dem Tisch dargestellt sind. Erstmal, ist das jetzt alles mit oder ohne Zusatzwerkstoff? Weil ich habe jetzt sowohl bei der Anlage noch keinen Drahtförderer gesehen. Genau, also Drahtförderer ist bei uns so eine Option, die wir aktuell nicht mitverkaufen, weil es gibt verschiedene Ansprüche an den Drahtförderer. Also wenn jetzt der Kunde, ich sag mal 0815 Draht, der relativ stabil ist, verwendet, dann kann er sich einen günstigen Drahtförderer holen, der einfach nur den Draht fördert, weil wir haben auch keine großen Ansprüche. Wir haben ein 24 Volt Signal, der gibt nur einen aus und das war's. Wir haben eine Anbindung dafür, fertig. Wenn aber jetzt ein Kunde Aluminium schweißen möchte und der Aluminiumdraht ist sehr weich, braucht er schon einen qualitativ hochwertigen Drahtvorschub. Das weiß ich aber vorher nicht. Also halten wir uns da aller Richtungen offen und lassen dann dementsprechend Kunden oder Endkunden entsprechend. Dann kann bedarfsgerecht eingekauft werden. Ja, genau. Es gibt genug Drahtförderer am Markt. Da kann man sich auswählen, was man haben möchte. Wir können die relativ easy integrieren und damit ist das Thema gelöst. Ja. Okay, was sehen wir jetzt hier? Also wir haben hier welche mit Draht, ohne Draht. Wir haben hier, das ist zum Beispiel jetzt eine Schweißung Edelstahl ohne Draht, genau. Man sieht es an der relativ dünnen Naht. Mhm. Das ist auch so ein Thema. Laserschweißen geht nicht nach oben, wie das normale Max-Schweißen, wo ich einen Nahtaufbau habe. Wir gehen in die Tiefe. Und hier habe ich halt eben nur ein Verschmelzen des Materials im Eckbereich. Anders sieht es eben aus, wenn ich jetzt im Edelstahlbereich unterwegs bin. Beziehungsweise noch besser sehe ich es hier im Stahlbereich. Dann habe ich dann einen kleinen Aufbau des Drahtes, aber bei Weitem nicht so groß, wie ich das von der Mack-Geschichte her kenne. Also das ist ja, ich finde immer wieder faszinierend, wie wahnsinnig gleichmäßig das ist. Das sieht ja aus wie maschinengeschweißt. Ja, mit dem Drahtvorschub kann fast jeder schweißen, sogar ich. Weil es ist so, ich habe eine Laserleistung und der Draht gibt mir die Geschwindigkeit vor. Eine sehr konstante Geschwindigkeit. Ich muss nur die Pistole hinhalten und muss einfach alles geschehen lassen. Und dann kommt sowas raus. Also ich habe
keine großen Vorkenntnisse, die ich unbedingt brauche. Wir haben fertige Parameter in der Maschine drin, die kann ich aufgrund von einer Liste auswählen. Und dann habe ich schon 85-90%, wo ich ein gutes Ergebnis habe. Also könntest du genauso schmeißen. Also das geht, man hat ein bisschen Eingewöhnungszeit, es ist schon da. Aber mit einem Drahtvorschub, zwei, drei Teile und du kriegst so ein Teil hin. Ja, Wahnsinn. Jetzt habe ich hier gesehen, das sieht noch ein bisschen spezieller aus. Da habe ich jetzt rechts genau. Und links ein bisschen hellere Stellen um die Nase. Richtig, genau. Das ist jetzt die Reinigungsfunktion. Das ist bei unserem XC-Laser. Das heißt, wir haben optional einen Wobbel drin, der 5 bis zu 15 mm breit ist. Damit kann ich eine Naht vor- oder Nachbereitung machen. Bedeutet, ich kann vor dem Schmeißen Materialien reinigen, entrosten, entlacken. Oder auch nach dem Schmeißen Schmauch und Verschmutzungen entfernen, um die Reinigung, um die Naht einfach sauber zu machen. Okay, das heißt, das XC ist ein Kombigerät. Das kann XC steht für Cleaning. Und dann kann es beides. Ich muss nichts groß ändern, den Parameter drücken, die Düse ändern. Okay. Und der normale hat diese Funktion einfach nicht. Das ist spannend. Ja. Noch was. Ich überlege jetzt gerade, eigentlich fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein. Ja. Das Größte haben wir jetzt alles abgefrühstückt. Dann, Ralf, vielen Dank, dass wir hier sein konnten. Ich bedanke mich. Hat mich sehr gefreut, war sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Und wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder. Alles klar. Spätestens auf der Euroblech nächstes Jahr. Tschüss. Okay, jetzt sind wir hier am Stand von Lorsch. Warum sind wir hier? Erstmal, Karen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Weshalb sind wir hier? Cobotic Welding sehen wir im Hintergrund schon. Ein Riesentrend auf der Euroblech dieses Jahr. Gefühlt an jedem dritten Stand kann man irgendwo einen Cobot irgendwas machen sehen. Und jetzt sind wir heute hier und kannst uns mal vielleicht erklären, was ist ein Cobot eigentlich? Was definiert den? Ja. Und was gibt es Neues im Bereich Cobot? Das Schöne an einem Cobot ist, dass ein Cobot kollaborativ arbeiten kann. Wir haben auch Industrierobotik-Ausstattung. Hinten in der Zelle kann man auch einen kleinen Industrieroboter sehen. Der Unterschied ist vor allem, ein Cobot ist nicht ganz so schnell und deswegen können wir ihn auch ohne Umhausung, ohne extra Sicherheitszaun verwenden, weil er zusätzlich noch Sensoren hat, um, wenn man irgendwo in Kontakt geht, tatsächlich auch sicher abzuschalten. Das Schöne ist dann nachher vor allem im Arbeiten, dass man Cobots nutzen kann und man kann nicht so schnell Fehler machen. Wenn man wirklich mal was falsch programmiert hat, dann fährt der Cobot in vielleicht noch mal kurz gegen die Vorrichtung. Nicht mit viel Kraft, nicht mit viel Geschwindigkeit, es geht nichts kaputt. Was macht man? Ach Mist, wir versuchen es nochmal. Beim Roboter geht da manchmal ganz schön schnell, ganz schön viel Geld kaputt. Und so ist der Roboter als Cobot eben ein guter Einstieg für Schweizer, die sich ausprobieren und die man eben jetzt Stück für Stück an die Automatisierung ranbringen möchte, weil man da einfach eine viel, viel geringere Fallhöhe hat und weil es viel, viel mehr Spaß macht, damit zu programmieren. Also ist so eine Einstiegsdroge in die Automatisierung? Ich sage auch immer Einstiegsdroge oder Schwellenlösung, wo man sagt, wie geht Automatisierung, ohne dass man sich viel Kopfweh machen muss. Und da ist der Cobot super. Und wer beim Cobot mit Automatisierung warm geworden ist, der kann dann auch, wenn er möchte, immer weiter sich in der Automatisierung weiterentwickeln, sei es durch kleine Zellenlösungen oder dann volle Roboterintegrationen oder volle Roboterinstallationen für Schweiß. Erstmal kann das jeder bedienen, der will, oder brauche ich eine spezielle Ausbildung? Oder? Also bei uns ist es so, dass wir ungefähr einen halben Tag für den Aufbau machen und dann machen wir einen halben Tag schon programmieren. Am zweiten Tag werden die Bauteile vom Kunden eingeteacht. Und dann lassen wir die Kunden auch tatsächlich alleine ein bisschen ausprobieren. Da kommen eigentlich die meisten schon gut klar und vielleicht gibt es nochmal einen extra Tag Aufbauschulung ein paar Wochen später. Aber da reichen wirklich eineinhalb Tage und die Leute wissen schon, was zu programmieren ist. Das heißt, das System muss dann sehr intuitiv bedienbar sein? Und sehr, sehr intuitiv. Eben dadurch, dass man sagt, ich probiere das einfach mal aus, kann man da auch wirklich nicht viel falsch machen. Man muss keine Angst haben. Man kann es anfassen, man kann ihn eben auch zwischendrin stoppen. Überhaupt kein Problem, man macht nichts kaputt. Da sind jetzt oben so drei Knöpfe dran. Was machen die? Wir können mit dem Multifunktionsflansch hier oben den Roboter teachen. Das heißt, wir können da Stück für Stück solche Programme einteachen, um zum Beispiel hier um die Nähte drumherum zu gehen und welche Position soll der Roboter behalten, damit der Brenner auch eine schöne Orientierung am Bauteil hat. Das Ganze kann man eben mit den Knöpfen einteachen. Das heißt, man muss gar nicht mehr zurück zum Programmiertependent, sondern kann direkt am Knopf sagen, bitte diesen Punkt, und bitte ab hier schweißen und hat so auch eine richtig schnelle Möglichkeit. Das heißt, ich packe mir den einfach, drücke den Knopf und ziehe den genau dahin, wo ich starten will. Ganz genau. Und das los und dann... So machen wir das. Okay. Soll ich es kurz zeigen? Ja, gerne. Wollen wir einmal den Programmende. Und ich mache ein neues. Zum Beispiel dem Roboter relativ schnell sagen, wir wollen gerne hier einen Wegpunkt einfügen.
Wegpunkt einfügen, hier einen Wegpunkt einfügen. Dann würde ich vielleicht noch mal einmal eine kleinere, langsamere Schweißnaht machen nach unten. Und jetzt schauen wir uns an, was gerade passiert ist und wie das aussieht. Jetzt einfach Play gedrückt und dann geht's schon los. Noch einmal wieder heimschicken. Okay. Und jetzt macht er genau diese Punkte und jetzt sieht man auch hier, jetzt ist die langsame Bewegung nach unten, die ich reingemacht habe, sodass dann wirklich das super schnell geteacht ist, die zwei, drei Punkte zwischendrin und auch diese langsame Schweißbewegung. Und wenn jetzt irgendwann mal was im Weg sein sollte, dann ist es überhaupt kein Problem. Also auch der Arm ist nichts, wo er irgendwie stoppt, sondern es ist auch nicht schwer. Arm ist nicht ab, ist nichts Schlimmes passiert. Jetzt haben wir ihn irgendwie mittendrin gestoppt, was sollen wir machen? Wir können ihn einfach wieder aktivieren und weiterlaufen lassen. Und dann geht das Ganze in der nächsten Runde direkt wieder los. Ohne dass was kaputt gegangen ist, ohne dass man irgendwie sich wehtun musste. Jetzt habe ich ja nicht nur den Roboter als Gefahr, sage ich mal, sondern ich habe ja auch zum Beispiel Schweißrauche. Jetzt sehe ich, hier sind so ein paar Schläuche dran. Genau, das ist dieses Absaugsystem, das wir direkt am Brenner haben, sodass man direkt an der Entstehungsstelle den Schweißrauch auch abziehen kann. Weil ja nicht alle irgendwie eine Hallenabsauglösung haben oder vielleicht noch eine Haube oder so ein Saugrüssel dazu, gibt es dann hier die Möglichkeit, das direkt zu montieren am Robot. Was ist noch neu? Ich habe da hinten so einen. Den mache ich dir schon gesehen. Die Linearachse hier mit auf der Messe macht uns sehr, sehr stolz. Das heißt, ich kann jetzt den Roboter auch problemlos in seinem Arbeitsraum auch extra erweitern. Entweder indem ich zum Beispiel mehrere Nester bedienen lasse, dass wir zum Beispiel links und rechts dann unterschiedliche Arbeitssituationen haben und zum Beispiel durch eine Trennwand rechts schon bestückt werden könnte, während links gerade geschweißt wird. Oder aber ich kann auch die längere Länge nutzen, um dann lange Nähte zu ziehen, parallel zur Bewegung dieser Linearachse. Und was wir hier eben auch noch zeigen, ist, dass er sehr, sehr sensitiv ist bezüglich der Kraft. Das heißt, wir können ihn jetzt zum Beispiel auch mit Kraft schicken, rechts oder links arbeiten zu gehen. Okay, das heißt, das kann ich jetzt auch mit beim Teachen, kann ich den jetzt auch über die Achse dann hin und her ziehen? Genau, beim Teachen kann man ihn über den Freedrive ziehen, ja, aber wir können jetzt auch mit. Im Programmieren, die Achse fährt nicht mit beim Teachen, sondern die muss man einzeln programmieren. Ah, okay. Aber wir können jetzt zum Beispiel hier auch im regulären Produktivbetrieb es möglich machen, dass man sagt, ich möchte nicht immer irgendwelche Tasten drücken, sondern ich möchte ihm eigentlich nur sagen, in welche Richtung er die nächsten Bauteile suchen muss. Okay. Das sind so kleine Gimmicks. Der Cobot erlaubt total viel, was man programmieren kann. Und das ist einfach schön, wenn man sowas auch nutzen kann zusätzlich. Okay. Das war jetzt hier der Bereich. Jetzt hast du noch gesagt, es gibt noch irgendwas Interessantes da drüben. Dann gehen wir da mal rüber. Machen wir das. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier eine Zelle diesmal. Ganz genau. Die Umhausung für diejenigen, die das offene System lieber direkt in dem Kasten haben möchten, sodass der Blendschutz schon mit dabei ist oder dass man auch die Rauchabsaugung direkt anschließen kann, ist hier die Option. Und wir haben es heute auch hier für die Messe da, weil wir relativ viel mit Lichtbogen auch Elemente zeigen, unter anderem jetzt eben auch das Seam-Tracking. Das bedeutet, wir können auch, wenn Bleche, wenn man es hier mal von der Seite sieht, nicht ganz gerade sind, sondern eben einen leichten Drall oder leichte Schläge entweder durch Verzug oder durch eben die fehlende Toleranz haben, können wir da problemlos in der Naht bleiben. Und das ist ein Thema, wo wir unser Lichtbogensignal von der Stromquelle direkt benutzen und dass eben dann beim Cobot die Detektion da ist, wo läuft gerade die Naht entlang und so können wir eben in der Naht verbleiben. Das macht das Teachen dann wahrscheinlich noch viel einfacher. Ich muss einfach nur den Anfangspunkt, genau, den Endpunkt. Wir teachen den Anfangspunkt, wir teachen den Endpunkt und obwohl das hier ein relativ guter Versatz von fast wahrscheinlich einem Zentimeter oder eineinhalb hat, folgt der Cobot dann trotzdem der Naht und das ist natürlich super, weil dann kann man auch Bleche verwenden, die vielleicht nicht immer ganz gerade bleiben oder die zwischendrin die Banane machen und das macht dann eben das Seam-Tracking möglich. Das ist ja nochmal ein großer Schritt in der Cobotik, würde ich sagen. Ja. Wem aber das Seam-Tracking zu komplex ist, weil es eher auf die dickeren Bleche geht, das kann man mit sehr dünnen Blechen nicht machen, weil wir pendeln müssen und da im Zweifel zu viel Energie ins Bauteil reingeht. Da haben wir auch den Seam-Pilot hier zum Zeigen mit dabei. Das ist dieses Kreuz aus den Laserlinien und das ist so, dass wir hier nur noch grob anpeilen müssen, wo genau befindet sich die Naht und der findet sich dann selber den Weg in die Naht rein, positioniert den Brenner ideal und folgt der Naht dann automatisch weiter. Da macht es dann auch nichts,
sieht es aus, wenn ordentliche Radien mit dabei sind? Also auch sowas ist kein Problem, das ist für ihn fast gerade. Wir folgen einfach nur um die Kurve mit rum. Und das ist einfach auch noch der nächste Schritt im Cobot Welding, zu sagen, selbst dann, wenn die Bauteile vielleicht nicht immer an der gleichen Stelle liegen oder tatsächlich wirklich große Verzüge haben, dann reicht hier ein einziger Wegpunkt, um die ganze Naht zu teachen und man muss sich nicht mehr so viele Gedanken machen. Jetzt sieht man es auch einmal auf. Wie er sich dann in die Naht reinzieht. Ich mache jetzt mein Stick-Out so noch ein weiter weg. Das ist jetzt auch von. Das. Nee, alles gut, passt schon. Das ist ja quasi ein Feature, das gibt es ja von Industrierobotern auch schon länger. Von Industrierobotern ist es ein Feature, das live im normalen Schweißprozess bei einer vorprogrammierten Bahn die Naht anpassen kann. Wir haben hier was wirklich nur einen groben Wegpunkt braucht, da ist noch kein Pfad geteacht, sondern es ist wirklich nur der grobe Wegpunkt, wo er anfangen soll, die Naht zu suchen und dann findet er die Naht selbstständig. Ob die nachher gerade läuft, ob die nachher einen großen Kreisbogen verläuft, da macht das System trotzdem alles mit. Man muss es nicht vorher geteacht haben. Besonders schön ist es dann für Chargen, wo man sagt, man hat eigentlich sehr viel ähnliche Produkte, aber sie sind immer leicht anders. Also leicht andere Länge, leicht andere Tiefe. Zum Beispiel, wenn man irgendwelche großen Boxen schweißen müsste, das kann man mit dem System, mit dem gleichen Programm abfahren, weil er fährt einfach bis zum Ende der Naht. Und ob die Naht dann eben einmal kürzer, einmal länger ist, das ist ihm dann auch egal. Und man kann dasselbe Programm auch bei diesen Varianten einsetzen. Ja, das ist ja Wahnsinn. Jetzt auch sehr interessant, was in welche Richtung Cobotic Welding geht. Danke. Das wird immer mehr zu einem sehr potenten Verfahren, finde ich. Ganz, ganz, ganz interessant. Noch irgendwas zu sagen, oder? Ja, ich glaube, das sind die größten Highlights. Wir haben natürlich immer relativ viele Sachen. Wir nennen uns nicht umsonst Cobot Welding World, weil wir sagen, wir haben ein sehr, sehr umfangreiches System, umfangreichste Lösung, die wir am Markt sehen. Und wir freuen uns, wenn viele auch an den Sachen nicht nur Spaß und Gefallen finden, sondern es auch dann produktiv einsetzen kann und eben zum Beispiel den Fachkräftemangel deutlich, deutlich vereinfacht, wenn man sagen kann, der Cobot kann inzwischen einfach auch Dinge übernehmen, wo wir im Moment nicht die Leute dafür haben, wo die Leute nicht da sind. Und dafür ist der Cobot zum Beispiel auch. Ja, das war ein super Schlusswort. Dann vielen Dank, dass wir hier sein durften. Sehr, sehr gerne. Wir sehen uns bestimmt wieder. Klar. Okay, jetzt sind wir, wie versprochen, zurück auf dem Stand von der Air Liquide. Ich habe meinen lieben Kollegen Norbert hier, der sich bereit erklärt hat, uns heute mal zu zeigen, was die Air Liquide auf der Euroblech 2022 denn so vorstellen kann. Norbert, was sehen wir hier? Ja, herzlichen Dank, Michael. Wir sind ja hier auf der Euroblech und die Euroblech steht ja auch dieses Jahr unter dem Motto der Digitalisierung und dem haben wir uns natürlich auch angeschlossen. Wir haben also als erstes vor allen Dingen unsere digitalen Lösungen mitgebracht. Das heißt mit Air Liquide Digital, unserem Kundenportal, mit Servitrax, unserem Flaschenverfolgungssystem und mit Clixby Managed, unserem Gasflaschenmanagement, haben wir drei Lösungen, wo wir auf alle Fälle auch schon mal auf das Thema Digitalisierung mit eingehen und wo wir auch hier dem Kunden dementsprechend Angebote unterbreiten können. Okay, jetzt hast du auch Stichwort Clixby schon genannt. Neben den digitalen Services haben wir auch Clixby hier. Was kannst du uns da zeigen? Ja, Clixby ist ja die Fortführung unserer innovativen Packaging-Offer, wie wir das immer so schön nennen. Das heißt, wir haben in den vergangenen Jahren hauptsächlich Flaschensysteme entwickelt mit integrierten Druckminderer, wo wir also im Prinzip dann dem Anwender die Möglichkeit geben, alles in einem System zu haben. Wir sind als Gruppe jetzt einen Schritt weiter gegangen. Wir nehmen also den Kopf nicht mehr physisch auf jeder Flasche, sondern haben jetzt die Möglichkeit, den Kopf dementsprechend abzunehmen von der Flasche. Und damit kann natürlich dieser Connector jederzeit an der Schweißmaschine arbeitsbereit vorrätig sein. Und die Flasche wird halt ohne Kopf dann heute in unserer Logistik dementsprechend transportiert. Das muss uns jetzt aber mal vorführen. Das können wir uns ja gerne mal anschauen. Sind wir hier? In den kleinen oder? So, das ist jetzt hier im Prinzip, der Clixby-Connector mit integrierten Druckminderer. Das heißt, wir haben hier die gleichen Funktionalitäten, wie wir sie also im Prinzip schon von Exceltop und Aaltop kennen. Das heißt, in dem Connector ist dann halt der Druckminderer dementsprechend auch mit integriert. Und ich kann also durch dieses einfache Öffnen und Schließen des Connectors den Gasdurchfluss auf den Schlauch bringen, in die Schweißmaschine reinbringen, stelle im Prinzip hier dann meinen dementsprechenden
Arbeitsdruck bzw. meine Gasentnahmemenge ein und kann also dann mit einem einfachen Klick dementsprechend meine Schweißmaschine und meinen Schweißprozess starten. Kriegst du das auch runtergenommen? Ich krieg das auch runtergenommen, das kann ich gerne mal zeigen. Das ist also im Prinzip in dem Moment, dass man das einfach hier anpackt und dann im Prinzip den runternimmt. Und das Gleiche kann ich dann also auch wieder machen, wenn ich die Flasche dementsprechend aufsetze. Das heißt, ein relativ einfaches System. Und vor allen Dingen, was uns immer wichtig ist, dass das Thema Sicherheit, Arbeitssicherheit mit drin ist, damit der Kunde also auch wirklich sicher mit unseren Gasflaschen dementsprechend arbeiten kann. Was verbirgt sich jetzt hier für eine Flasche unter der Verkleidung? Das ist jetzt hier eine 33 Liter 300 Bar Flasche. Das ist ja auch das Produkt, was also in den letzten Jahren sehr stark nachgefragt bekommen bei unseren Kunden. Das heißt, wir haben hier also den gleichen Gasinhalt wie bei einer 50 Liter 200 Bar Flasche. Aber sie hat halt, dadurch, dass sie kleiner ist, ist der Schwerpunkt anders und sie kann halt dann dementsprechend auch einfacher transportiert werden. Okay. So, jetzt komme ich auch vom Schweißer Campus. Was haben wir denn im Thema Technik, Gase etc.? Kannst du uns da noch was zu sagen? Da kann ich gerne was dazu sagen. Ich würde sagen, da gehen wir mal hinter in die andere Seite des Standes. Also wir führen natürlich die Akral-Technik-Line weiter, das heißt, wir nutzen die physikalischen, chemischen Eigenschaften der Gase, um also hier auch dem Anwender Optimierungspotenziale dementsprechend anzubieten, die er dann in seinem Prozess auch dementsprechend umsetzen kann. Ein wesentliches Thema dabei ist natürlich das Thema Spritzerbildung, das heißt, Spritzer will man herkömmlich auch in seinem Schweißprozess deutlich reduzieren, möglichst minimieren. Und wir haben dann hier also mit den zwei Produkten heute, mit dem AKL M24 und mit dem Terra 24-7, zwei Dreikomponentengemische, die also im Prinzip dafür stehen, dass ich heute eine geringere Spritzerbildung bei unserem Kunden heute generieren kann. Die es dann auch in Clixby gibt? Die gibt es dann auch in Clixby. Das heißt, das war uns wichtig, dass wir also vor allen Dingen diese Produkte mit den hohen Vorteilen, wo der Kunde auch die hohen Vorteile heute generieren kann, dass wir die dann auch heute in unserem neuen Flaschensystem. In der vorteilhaftesten Verpackung dann auch. Vorteilhaftesten Verpackung, so ist das. Okay, sonst noch technisch? Unlocking Hidden Cost of Welding. Ja, wir sprechen ja immer, wenn wir jetzt über diese beiden Produkte gesprochen haben, über AKL M24 und über Terra 24-7, dann ist das ein Produkt, wo der Kunde natürlich durch die Nutzung der Produkte heute seine Vorteile dementsprechend generieren kann. Letztendlich wissen wir aber heute, dass viele Kunden gar nicht wissen, wie sie heute im Prinzip Optimierungspotenziale heute im Schweißprozess heben können. Deswegen steht also auch UACW, also Unlocked Hidden Cost of Welding, dafür, dass wir versteckte Prozesskosten beim Schweißen dementsprechend aufzeigen. Das heißt, wir versuchen, unseren Kunden mitzunehmen und zu sensibilisieren, was sind die wirklichen Kostentreiber im Schweißprozess. Und nutzen natürlich dann auch die Expertise des Schweißer Campuses, die natürlich neben der fachlichen Expertise vor allem auch die Werkzeuge haben, um diese Optimierungspotenziale dementsprechend beim Kunden auch aufzuzeigen, dass man das auch transparent macht, dieses Wissen, um dann den Kunden auch diesbezüglich zu unterstützen. Dass man also im Prinzip nicht nur das Produkt hat, was die Vorteile generiert, sondern auch noch den Kunden die Hilfestellung, den Support mit an die Hand gibt, dass er wirklich die Optimierungspotenziale in seinem Prozess dementsprechend auch realisieren kann. Ja, vielen Dank, Norbert. Danke für deine Zeit. Ich bedanke mich, dass ich die Gelegenheit hatte, mit euch hier sprechen zu dürfen. Und wir hoffen natürlich, dass wir diese Gespräche auch in den nächsten zwei Tagen weiter mit unseren Interessenten, Kunden auf der Messe fortführen können, weil das ist eigentlich auch das Ziel, warum wir also hier sind und wo wir natürlich auch diese Angebote, die wir heute mitgebracht haben, dann auch der Messekundschaft entsprechend näher zu bringen. Ja. Und die Zuschauer, die jetzt vielleicht auf den Geschmack gekommen sind, das Video kommt ja nach der Messe erst raus, aber vielleicht sieht man sich dann bei der nächsten Euroblech oder nächstes Jahr bei der Schweißen und Schneiden. Wir können ja schon uns vorbereiten drauf. Wir haben im nächsten Jahr die Schweißen und Schneiden im September in Essen dann wieder. Und da sind wir natürlich auch wieder vertreten und natürlich sind alle herzlich willkommen, dann auch im Prinzip mit uns dann persönlich auf dem Messestand der Schweißen und Schneiden in die Gespräche einzusteigen. Ja, ich hoffe, wir haben ein paar interessante Impressionen geliefert von der Euroblech. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und das nächste Mal sehen wir uns dann wieder im Schweißer Campus. Bis bald. Tschüss. Ja, wir haben ja noch einen kleinen Überraschungsbesuch hier auf unserem Stand bekommen. Und zwar ist der Erik vom Kanal Alulöffel hier aufgetaucht. Ja, grüßt euch. Und wo du jetzt schon mal hier bist, wir reden so ein bisschen über die Messe-Highlights.
Kannst du uns mal vielleicht mal in zwei, drei Sätzen sagen, was waren deine Messe-Highlights, was hast du Cooles gesehen? Damit die Leute draußen auch ein bisschen was mitbekommen, die nicht da sind. Ja, also Messe-Highlight, erstmal viele Leute da, was richtig cool ist. Ich finde es halt immer schön, das Thema Speisen, dass das so zelebriert wird, was da in den letzten Jahren passiert ist. Das ist ja erstmal ein Zeichen dafür, dass viele Leute kommen. Mega eine Bestätigung. Viele Leute da, viele Influencer da, auch von YouTube, der Igor, der Manfred. Also schön, dass man sich einfach mal wieder trifft und einfach mal sieht. Und ja, das Highlight ist einfach, dass man eigentlich seitdem ich hier bin über das Thema Speisen spricht, ja, Fragen gestellt werden oder halt auch Leute kommen, die sagen, sie erkennen mich, was natürlich auch cool ist, die meinen YouTube-Kanal verfolgen und wie das Ganze aufgebaut ist. Ich bin froh, dass meine Partner alle hier sind, dass man sich einfach sieht, austauschen kann. Darum, das ist eigentlich so mein Highlight, der Austausch. Irgendwas Technisches gesehen, was du gedacht hast, boah, das ist ja eine coole Neuheit. Naja, da ich ja mit meinen Partnern sehr eng zusammenarbeite, kenne ich ja viele Neuheiten schon. Klar, Föstalpine Böhler-Welding hat ein bisschen was Neues da. Und eure Sachen kenne ich auch. Also deswegen, ich sag mal, für jemanden, der vielleicht nicht so in dem Bereich unterwegs ist, nicht ganz so intensiv, für den gibt es hier auf jeden Fall jede Menge neue Sachen. Aber da ich mit einer der Ersten bin, der immer informiert wird bei neuen Sachen, wusste ich schon viele Sachen. Aber es ist halt schön, dann die Sachen live zu sehen. Ja. Ja. Super, super. Dann vielen Dank, dass du hier warst. Gerne. Und wir hoffen, sehen wir uns bestimmt bald mal wieder. Dass wir mal wieder ein Video nochmal zusammen machen. Ja, auf jeden Fall, gerne. Ja. Immer herzlich eingeladen. Ja. Oder wir kommen mal zu dir. Das ist noch besser. Gut, danke, dass du da warst. Gerne.